Vorletztes Heimspiel in Liga 3 für die Würzburger Kickers in dieser Saison. Und in dem wollen die Rothosen ihre Serie am heimischen Dallenberg ausbauen. Zuletzt hat die Elf von Cheftrainer Michael Schiele in der Flyer Alarm Arena ja aus 3 Spielen satte 7 Punkte geholt. Hat sich wieder gedreht ein bisschen. Am Anfang waren wir auswärts besser. Dann zu Hause nicht so gepunktet. Jetzt punkt man gerade auswärts nicht, aber zu Hause dafür. Und das wollen wir zu Hause weiterführen. Und ja, und dann schauen wir erst aufs nächste Spiel. Aber jetzt wollen gewinnen natürlich, um auch ja, die notwendigen Punkte dann voll zu holen. Doch Vorsicht, nach dem 1:1 gegen Unterhaching am letzten Wochenende hat Köln die Reißleine gezogen. Der Liga 18. stellte Trainer Thomas Kaczmarek frei und verpflichtete mit Oliver Zapel vom SV Werder Bremen einen neuen Coach, der die Fortuna in den letzten 4 Partien zum Klassenerhalt führen soll. Mannschaft mit neuen Trainer, wahrscheinlich auch viel Selbstbewusstsein dann jetzt drin, wo sehr viel auf Push dann auch ausgelegt ist, und ja, das müssen wir erstmal eindämmen, dann die Power, was sie dann, oder die neue Power, was sie dann vielleicht haben. Problemzone der Gäste ist die Defensive. Kein Team in Liga 3 hat mehr Gegentore kassiert als die Fortuna. Aber Köln hat 21 seiner 38 Punkte in fremden Stadien geholt. Ja, ich denke, auswärts stehen sie dann nochmal einen Tick kompakter und lauern auf Konter. Auch gerade jetzt, wo sie einen neuen Trainer haben, wird es natürlich ein gefährliches Spiel. Da kann man die schwer einschätzen, ob es eine neue Taktik gibt oder neue Personalien. Und ja, ein neuer Trainer ist immer gefährlich, deswegen müssen wir dann aufpassen und unseren Spiel versuchen durchzuspielen. Kickers Cheftrainer Michael Schiele wird seine Mannschaft gegen die also durchaus auswärts starken Gäste umbauen müssen. Fabio Kaufmann und Patrick Sontheimer sind nach ihren Platzverweisen beim 0:2 am letzten Wochenende in Zwickau gesperrt. Zudem zwickt und zwackte es unter der Woche beim einen oder anderen im Kickers-Kader. Das werden wir dann auch morgen vollends entscheiden oder dann auch vielleicht auch letztendlich am Samstag früh, wer sich dann auch vollends fit meldet mit Alba, also ist wieder fit. Dann mit Dave Gnase, so mit dem großen C was. Ich denke, das müsste auch reichen auf Samstag. Das Hinspiel war übrigens eines von nur 4 Saisonspielen der Kickers, in denen kein Tor fiel. Eher untypisch für die ansonsten ja ziemlich torhungrigen Würzburger, die bereits 46 Tore erzielt haben. Mehr als die Hälfte davon übrigens in der Flyer-Alarm-Arena. Wir haben vorne eine brutale Qualität, auch wie wir aufgestellt sind, die Namen, und ja, wir sind immer gut für ein Tor und denke, dass wir dann auch mal wieder ein paar mehr Tore zu Hause machen können. Die Kickers haben ihre beiden bisherigen Heimspiele gegen Köln übrigens gewonnen, und auch diese Serie soll am Samstag ausgebaut werden.